Guten Morgen, guten Morgen. Heute wahre Bilder aus dem Wochenbett. Tag 12. Die Kleine ist 12 Tage alt heute. Und heute hatten wir eine etwas unruhigere Nacht als sonst. Also normalerweise kommt sie so zwei, dreimal zwischen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 21 Uhr und 9 Uhr morgens. Und heute Nacht kam sie auch nur zwei, dreimal. Aber sie war wesentlich länger wach. Oder was heißt länger wach? Sie hat so ein bisschen unruhig dann genuckelt und so, und dann konnte ich halt nicht schlafen. Und deswegen, ja, wahre Bilder aus dem Wochenbett. Ihr kennt das schon von Instagram von mir. Da mache ich auch immer so Fotos, wie ich aussehe. Keine Ahnung. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal gucken halt. Einfach wahre Bilder aus dem Wochenbett. Nichts hier gestylt vor die Kamera und so. Das kann ja jeder. Ich sehe halt so aus. Aber habe ich auch schon vor der Schwangerschaft, ne? Einfach alles gezeigt. So ist das Leben halt, realistisch und nicht gefiltert. So, ich bin gerade dabei, also hier unseren Sauerteig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Vor langer, langer Zeit habe ich einen Sauerteig angesetzt. Ich möchte ein Brot wieder backen. Ich fühle mich dazu in der Lage. Wir haben ja einen Brotbackautomat, das geht ja alles super schnell. Und ich muss das jetzt einfach nur mit Mehl mischen, mit Roggenmehl. Und dann bis morgen warten, dann kann ich morgen ein Brot backen. Dazu gibt es auch viele Videos auf meinem Kanal in der Krisenvorsorge oder auch sowieso auf YouTube, falls euch das interessiert. Ja, der Bernd ist ausliefern. Die Maus schläft jetzt in ihrem Laufstall. Die möchtet ihr bestimmt mal sehen. Ich zeige sie euch. Die ist so süß. Wartet. Da. Wie ein Engelchen. Und der Staubsaugerroboter läuft, weil, also sowieso muss hier gesaugt werden, aber Babys mögen ja weiße Geräusche, sowas wie Föhn und Staubsauger. Und solange der läuft, schläft sie umso ruhiger. Da hinten ist er und saugt. Und schaut mal, wir hatten gestern ein neues Hundebett bekommen für uns Murphy. Das hatten wir hier hingetan, weil das sind ja nur diese provisorischen Decken. Und er hat es immer weggezogen und gefetzt. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht möchte er da seine komischen Decken, die hässlichen, so haben. Und Bernd hat es da hingestellt. Und das findet er jetzt voll toll. Jetzt liegt er da schon eine Stunde drin und schläft ganz gechillt und entspannt. Und genießt sein flauschiges Hundebett. Ja, er findet das richtig toll. Das ist aber auch richtig flauschig. Und ich habe extra nochmal gefragt, man kann das sogar waschen. Man kann es nicht abziehen und waschen, aber man kann es im Ganzen waschen. Schön. Alle Kinder sind glücklich, außer Calvino, der hat Homeschooling. Der ist nicht so glücklich, weil halt Schule, ne? Der hätte lieber frei. Der würde auch lieber in so einem kuscheligen Ding liegen und schlafen. Ja, gut, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Wusel-Wusel und dann hole ich euch gleich wieder zurück. Ich wollte jetzt eben unser Bett machen. So sieht das dann morgens immer aus. Ich habe ganz viele Kissen immer hier. Wenn ich mich nachts mal doch hochsetzen möchte zum Stillen, dann schmeiße ich die immer alle hier so ans Fußende. Und ja, kann mir die dann bei Bedarf hinten in den Nacken legen. Und hier sind dann immer ja die Windeln. Die muss ich gleich alle mitnehmen zum Waschen. Aber halt alles, was ich nachts so brauche, ne? Frische Einlagen für die Windeln, für die Maus. Einmal Windeln für Notfall, Feuchttücher. Normal nehmen wir ja so Baumwolltücher, also einen warmen Waschlappen. Aber nachts und unterwegs nehmen wir normale Tücher, Feuchttücher. Dann mein Nightsnack, waren zwei Brötchen heute Nacht. Eins habe ich gegessen. Ein Tee mache ich mir immer. Da ist so Panthenolsalbe drin, Brustwarzensalbe, alles mögliche, eine große Flasche Wasser und sowas alles. Und jetzt, ja, ich bin ein bisschen bepackt. Ich habe nämlich den Staubsauger mitgenommen. Ich wollte das Bett einmal absaugen wegen den Hundehaaren. Das mache ich jetzt täglich zurzeit. Also habe ich sowieso schon, täglich versucht immer, aber am Ende der Schwangerschaft nicht mehr geschafft. Täglich. Und jetzt mache ich es täglich. So, und hier sind noch saubere Stillpads.
Ich nehme ja diese hier, das sind so Baumwollpads und von der anderen Seite, also eine Seite ist Frotte und die andere Seite ist so undurchlässig, dass halt das Shirt nicht nass wird. Und ich hatte erst zwei Pärchen bestellt und ausprobiert, die waren super. Jetzt habe ich mir noch ein Pärchen bestellt, also dass ich genug habe zum Waschen. Ich habe auch diese Einmaleinlagen, die nehme ich, wenn mal alle in der Wäsche sind. Aber die finde ich wesentlich angenehmer vom Tragekomfort. Und davon werde ich mir, glaube ich, noch mehr bestellen. Also die sind echt super. Ich wasche die dann bei 60 Grad und lege die dann auf den Wäscheständer zum Trocknen. Die sind echt super. Ja, und jetzt sauge ich das Bett und mache es wieder schicki. Fertig hier und es ist schon ein paar Stunden später. Jetzt, ich glaube, 2-3 Stunden ist es jetzt später. Und es war so, dass die Maus dann wach geworden ist. Ja. Ja. Und einen kleinen Stillmarathon haben wollte, was ja auch okay ist. Ja, und dann habe ich sie halt gestillt und gewickelt und auch alles Mögliche. Calvino kam noch runter, hat Homeschooling gemacht. Da war Philosophie heute Thema. Massentierhaltung, Tiere im Zoo und so. Der Lehrer ist ein Veganer und der nimmt das alles mit denen durch, mit den Kindern. Und da war Calvino Feuer und Flamme. Das haben wir noch gemacht. Und jetzt habe ich Hunger. Ich habe mir einfach einen Toast gemacht, schnell mit Ketchup, Remoulade und Mortadella. Ein bisschen was zu beißen. Und ich wollte euch sagen, dass mir das im Wochenbett total hilft, das einfach anzunehmen. Also wenn sie jetzt weint und dann halt 2-3 Stunden stillen möchte oder so, dann ist das einfach so. Dann setze ich mich mit ihr hin oder laufe rum. Ich stille sie auch auf dem Arm und mache das einfach. Und alles andere, wie jetzt zum Beispiel das Bett, das bleibt einfach liegen so lange. Oder das Video, das von gestern, das wollte ich gerne schon schneiden, habe ich noch nicht gemacht. Ich war immer noch nicht duschen, habe ich noch nicht geschafft. Das geht alles vor. Und das einfach anzunehmen und mich nicht zu ärgern, oder zu sagen, oh, ich muss das jetzt unbedingt schaffen. Wenn ich jetzt heute halt mir nicht die Haare kämme, dann ist das halt so. Dann seht ihr mich heute den ganzen Tag so. Hallo, ich habe vor 12 Tagen die Geburt gehabt und bin mitten im Wochenbett. Und so ist halt das Leben. Und ja, ich habe jetzt sie im Tragetuch und meistens klappt es, wenn ich sie da reinmache. Aber es war auch schon mal so, dass sie das dann nicht wollte, dass sie geweint hat. Und so, aber ja, das klappt jetzt und ich versuche jetzt zum ersten Mal, wenn ich meinen Toast aufgegessen habe, Haushalt zu machen mit der Maus im Tragetuch. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich übe immer noch das Wickeln, also ich weiß jetzt die Abläufe, aber die anderen, wenn ich die sehe, die haben das so richtig gerade gebunden, ohne Falten und ohne alles. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber Übung macht den Meister. Ja, und das ist auf jeden Fall eine schöne Erleichterung, weil man hat halt beide Hände frei, ne? Wir waren schon spazieren so und ja, kann ich wärmstens empfehlen. Leider konnte ich keine Trageberatung machen, weil ja alles zu ist. Und ich hatte mir einfach dieses Tragetuch von Amazon bestellt. Das war so ein günstiges. Ich weiß, es gibt auch Tücher für 200 Euro oder so, aber ich habe mir halt ein günstiges rausgesucht. Und wollte erstmal schauen, ob ihr das gefällt. Und wenn jetzt irgendwann hoffentlich der Lockdown vorbei ist, dann möchte ich gerne auch eine Trageberatung machen. Das jetzt gemacht. Das reicht mir schon, dass ich hier, weil morgens räume ich immer alles zurück, damit ich hier schön lüften kann und das alles schön so abdunsten kann. Und dann, wenn ich alles gesaugt habe, ist Murphy aus.
dann kann ich das ja wieder zurückmachen. So, jetzt den Boden macht gleich der Staubsaugerroboter. Der lädt gerade, der hat ja schon unten gesaugt. Und jetzt gehe ich mich mal eben ein bisschen frisch machen. Zähne putzen und kämmen und ja, sowas alles. Und wo ich ins Bad komme, sehe ich den überfüllten Wäschekorb. Den muss der Bernd mir gleich mal runterschleppen. Dann geht's weiter mit der Wäsche. So, wenigstens geschafft, mir Tagescreme ins Gesicht zu machen. Haare gekämmt und gewaschen. Das ist ja schon mal was. Was ihr hört, ist die Mikrowelle, denn super Tipp fürs Wochenbett. Kocht Essen vor und friert es ein. Heute gibt es bei uns Gyrossuppe. Ja, das hilft ungemein, wenn man einfach nur schnell auftauen kann. So, okay, Brille ist geputzt. Die Maus liebt ihr Tuch und ich liebe es auch dann. Vor allem kann man das hier so zumachen, das finde ich auch super. Erstens wegen dem Licht, dass man nicht so geblendet wird, also die Mäuse. Und zweitens, wenn man nämlich spazieren geht mit einem Baby im Kinderwagen, so war das bei Calvino, da guckt jeder rein. Jeder guckt rein und also auch fremde, völlig fremde Menschen gucken da rein und sagen, oh, Mädchen oder Junge, und fassen das oder wollen das anfassen, das Baby. Und man hat immer Diskussionen mit fremden Menschen, warum man es nicht anfassen lassen möchte. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre zu Corona-Zeiten, aber hier guckt keiner rein. So, ne, und sagt, zeig mal her, gib mal her. Bitte? Hallo Papa. Hallo. Ja, Papa ist da. Herrchen ist da. Ja. Oh, Echi. Bernd hat den Großeinkauf gemacht. Du warst bei Real, ne? Du hast dich geärgert? Wegen den 100 Euro. Ach so. Bin ich. Ja. Donnerstag erfahren, wie ich 10 Euro Gutschein kriege. Ja. Aber konnten wir jetzt auch nicht drauf warten? Nein. Nein. Wenn ich auch keinen Bock habe, nochmal hinzufahren. Nein. Vor allem, wenn du den Einkaufswagen schon voll hast. Ja, ich hab's ja mal beim Reingehen schon gesehen. Ja. Aber ich mir gedacht, komm jetzt, egal, ne? Nutzt nix. Ich wusste aber nicht, dass ich 100 Euro komme. So, Bernd ist jetzt eben mit dem Smurfy rausgegangen. Die große Mittagsrunde. Das Essen, das dauert eh noch eine halbe Stunde, bis das aufgetaut ist. Und ich habe mir hier noch einen Restsalat gemacht. Da sind noch ganz viele dieser Alfalfa-Sprossen. Die habe ich vor der Geburt angezüchtet. Die waren im Kühlschrank, die sind noch gut. Die mache ich mir jetzt. Ein Salatherz und Radieschen, Tomate, Paprika und ein bisschen Gurke und Möhrchen kommt da gleich noch rein. Und jetzt schaut mal. Ich habe dem Bernd gesagt, er soll mal so ein paar Kekse und so mitbringen. Die war fast leer, die Schublade, ne? Ein paar Kekse soll er mitbringen, wenn wir mal Besuch bekommen, dass man was hat und den anbieten kann, was man so lagern kann. Ja, das lässt der Bernd sich nicht zweimal sagen. Der hat ein ganz Real leer gekauft, die Keksregale. Jetzt sehe ich richtig fertig aus, ne? Ich bin auch richtig fertig. Ich habe 2 Stunden, also nicht geschlafen. Ich war 2 Stunden oben und habe so auch geschlafen, aber nicht die ganze Zeit. Ich war so müde auf einmal, so richtig müde. Es hat sich so richtig bemerkbar gemacht, dieser Schlafentzug in Anführungsstrichen. Also die schläft ja echt gut nachts, das habe ich glaube ich in dem Video schon mal erzählt. Aber wenn man 1 bis 2 Stunden jede Nacht wach ist, also wach ist sie ja trotzdem zwischendurch oder ich dann auch und kann nicht sofort einschlafen, dann esse ich was oder keine Ahnung. Ja, und jetzt halt nach 12 Tagen merkt man das so langsam, dass der Schlaf fehlt, weil mittags schlafen wir gar nicht, schaffen wir gar nicht irgendwie. Also entweder kommt Besuch oder wir haben so viel zu tun, ne? So dann Wäsche immer ganz viel oder aufräumen. Es ist so viel zu tun irgendwie, dass ich es nicht schaffe. Normal, das ist jetzt das erste Mal gewesen, mich mittags hier hinzulegen. Ja, und das tat richtig gut. Und dann hat der Bernd mir, pass auf, ich bin dann, erst ist die Kleine wach geworden, so, dann habe ich sie angelegt und bin dann mit ihr runtergekommen. Und dann sagt der Bernd, hast du dein Essen gegessen? Ich sage, welches Essen? Ich habe dir Essen auch ans Fußende vom Bett gestellt, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich ja so geschlafen habe. Und ich hatte halt, als ich aufgestanden bin, die Decke so über das Essen geworfen. Schaut euch das mal an. Er hat mir so einen tollen Teller hier gemacht mit Radieschen, Maiskolben, Rettich, Paprika, Brötchen, Weintrauben, Tee hat er mir gekocht.
Und ich habe mir jetzt gerade noch eine Ananassaftschorle gemacht, weil ich ja viel trinken muss. Ist das nicht lieb? Boah, da habe ich mich voll gefreut, ey. Ich habe den besten Mann, besten Sohn, beste Tochter und besten Hund der Welt. Unglaublich. Wirklich. Ja, gut, meine Lieben. Ich werde den Blog jetzt hier beenden. Das war eigentlich so ein Haushaltswochenbett-Video nach der Geburt oder so. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, wie ich es nenne. Ich lasse mir das jetzt schmecken und dann schneide ich noch ein bisschen Videos für euch. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!